Hallo, Fabian von Crypto Circle hier. Heute soll es ein kleines Update zu Serenity, also Ethereum 2.0 geben. Ja, eigentlich sollte Serenity schon Anfang des Jahres starten, die zweite Version von Ethereum. Als kurze Zusammenfassung, das Ganze war im Prinzip von Anfang an schon geplant. Also damals, als ETH 2015 an den Start ging, gab es schon die Idee, irgendwann auf Proof of Stake umzustellen. Also man hatte nicht die Idee, wie Bitcoin für immer beim Proof of Work zu bleiben. Allerdings steckte Proof of Stake damals halt noch in den Kinderschuhen. Jetzt hat sich das Ganze natürlich verschoben, sollte schon Anfang 2020 passieren. Deshalb einfach mal ein kurzer Zwischenstand. Wie weit sind wir gerade? Ein bisschen auch, worum ging es da nochmal? Und dann natürlich, ja, wann geht es endlich los? Es gab ein kleines AMA, also Ask Me Anything, mit mehreren ETH-Entwicklern, darunter auch Vitalik. Und dort wurden viele Fragen gestellt, viele Erklärungen geliefert. Zusammenfassung davon, das Interessanteste ist, denke ich, die Phase 0 von ETH 2.0, worunter die Beacon Chain verstanden wird. Das sei zu 99% fertig. Es werden dort gerade die, ja, Smart Contracts, die für das Staking benötigt werden, validiert. Diese Smart Contracts werden übrigens noch auf der alten Ethereum Proof of Work Blockchain erstmal laufen. Man wird hier also zwei, ja, ETHs, will ich mal sagen, parallel laufen lassen. Also auf der einen Seite laufen dann die Beacon Chain Nodes, getrennt davon laufen immer noch Miner. Und es wird halt ein Prozess, das dann nach und nach miteinander zu verschmelzen. Ja, und an der Stelle ein kurzer Einwurf. Crypto Circle kennst du, gibt's auf YouTube, gibt's auf Telegram. Die Links sind unten immer in der Beschreibung. Mittlerweile hat sich aber auch der Olivier vom Kryptodreieck ein Herz genommen und bietet diesen Crypto Circle Content eben auch auf Facebook, Instagram an. Also, wenn du in diesen sozialen Netzwerken unterwegs bist, folge mir doch auch da. Da kannst du es dann auch ganz leicht teilen mit Bekannten, mit Freunden, die sich für sowas interessieren. Das ist sicher eine rundum gelungene Sache. Und das sagt einem eigentlich auch schon, was die große Schwierigkeit jetzt ist. Bei ETH entwickelt man jetzt nicht so von null auf, kann das einfach releasen und los geht's, sondern man hat ein bestehendes, ja, Ökosystem, eine bestehende Blockchain, in der viel Kapital gebunden ist, viele Milliarden Dollar, und die darf man natürlich nicht einfach, ja, zerstören. Das heißt, das muss im laufenden Betrieb vollkommen reibungslos ablaufen. Das ist, sage ich mal, wie ich will auf meinem Computer die neue Windows-Version installieren, ohne den Rechner neu zu starten. Ja, einfach mal ein blödes Beispiel. Um zu verdeutlichen, das Ganze ist halt nicht trivial. Warum macht man nun ETH 2.0 überhaupt? Es geht natürlich darum, das berühmte Blockchain-Trilemma ein bisschen besser zu lösen. Eine perfekte Lösung wird dafür nie existieren, hat ein Trilemma so an sich. Ich habe es hier mal neben mir aufgezeichnet. Also es geht da um Dezentralisierung, Skalierbarkeit und Sicherheit. Wenn ich zwei von beiden perfekt abdecken will, verliere ich immer das dritte. Das hat dieses Trilemma so an sich. Das heißt, ich muss mich in diesem Dreieck bewegen, sozusagen, wenn man sich das als Punkt vorstellt. Die Frage ist so, wo setze ich den für jedes Blockchain-Projekt und ja, welchem Maß an Sicherheit und so weiter entspricht das dann auch absolut. Und bisher, ja, gibt es viele Lösungsansätze. Jeder kennt zum Beispiel eine Skalierungslösung für Bitcoin, das Lightning Network. Das Lightning Network hilft zum Beispiel ETH nicht viel. Bitcoin, da ist ja, die Engstelle, der Engpass primär ja die Transaktionsanzahl. Aber bei ETH ist es nicht die Transaktionsanzahl, sondern bei ETH ist natürlich auch der Speicher und so weiter sehr, sehr wertvoll. Also der Computing Layer, der muss auch mitskaliert werden, denn auf Ethereum laufen ja Apps. Das heißt, hier müssen gleich mehrere Sachen skaliert werden bei ETH. Das macht das Ganze schwerer und dann
ist dann zum Beispiel, wie garantiere ich Sicherheit? Ja, eine Skalierungslösung, die zum Beispiel sagen würde, okay, jede der Aufgaben, die die ETH-Blockchain im Moment ausführt, die teilen wir einfach auf drei Chains auf drei separate. Also es gibt eine Chain, die macht Transaktionen, auf der anderen laufen die Apps und so weiter. Das würde halt die Sicherheit dann, sagen wir mal, wenn wir das auf drei aufteilen, auch einfach dritteln, weil wir diese Hash-Power bei einem Proof of Work verteilen würden. Also sehr, sehr viele Herausforderungen und deshalb dauert das Ganze einfach so lang. Jetzt nichtsdestotrotz der Stand, Phase Zero, also das ist einfach nur die Beacon Chain. Das ist übrigens die Chain, die dann später die geschardeten Chains, die 64, zusammenhalten soll. Das ist sozusagen die Chain, die über diesen steht, die Main Chain. Das ist die Lösung, die man bei Ethereum gefunden hat oder umsetzen will. Wie gut die ist, werden wir dann in der Praxis sehen. Es ist auf jeden Fall zum Beispiel instinktiv klar, dass das mindestens eine Skalierung sofort um den Faktor 64 bedeutet. Wenn ich 64 Sidechains habe, dann sollen natürlich noch andere effizienzsteigernde Maßnahmen gleichzeitig hinzukommen in den folgenden Phasen. Aber viel zu schnell, wir sind immer noch bei der Beacon Chain, Phase Zero, die ist zu 99% fertig. Ja, da ist man wirklich in den letzten Testzügen. Das hält sich insbesondere auf, dass eben diese Staking Smart Contracts super sicher sein müssen. Die werden vielfach validiert und man will gleichzeitig mit zwei Implementierungen starten. Ethereum ging damals nur mit GETH an den Start, also GETH. Und kurze Zeit später mit Parity. Und das hat halt dazu geführt, dass das Verhältnis so bei 4 zu 1 geblieben ist. Also eine Umsetzung des, ja, der Ethereum-Blockchain in Software dominiert die andere, was da bei den Minern läuft. Und das will man nicht haben. Man will das nach Möglichkeit gleich stark haben. Das heißt, es sollen zwei Implementierungen für die Nodes der Beacon Chain vom Start an zur Verfügung stehen. Es sieht so aus, also in den AMA hieß es von verschiedenen Entwicklern, ich glaube, der eine sagte 95, der andere 99%. Wir kommen da auf jeden Fall 2020, geht das alles live. Wenn man dazu nimmt, wir sind zu 99% fertig mit Phase 0, dann würde ich wetten, dass man das zum 5. Geburtstag von ETH, ja, live gehen lässt. Der 5. Geburtstag von ETH wäre der 30. Juli 2020. Das wäre so mein Tipp, dass wir da die Beacon Chain sehen. Und dann relativ kurze Zeit später würde ich sagen, wenn man halt einfach die nur ein, vielleicht 2 Monate stabil am Laufen hat, wenn sie dezentralisiert genug geworden ist, weil eben genug Leute die Software installiert haben, ihre Nodes laufen lassen, dann wird wahrscheinlich das Sharding starten. Entwicklungsstand vom Sharding ist schon Stand Februar angeblich 90%. Ja, das ist auch schon sehr weit. Und das Sharding ist eben das, wo ich dann mit 32 ETH jedermann staken kann, wo Ethereum dann auf einmal aus dieser Beacon Chain und 64 äquivalenten Sidechains besteht. Also die teilen sich nicht irgendwie Aufgaben auf. Und das hat natürlich erstmal den Vorteil, dass wenn man keine weiteren Änderungen vornehmen würde, ETH jetzt seine, sagen wir mal über den Daumen gepeilt, 13 Transaktionen pro Sekunde in 1 Megabyte Blöcken direkt ver64-facht. Das ist natürlich dann schon mal eine große Skalierungslösung, die einem Luft verschafft für die Phase 2 und weitere folgende Phasen, die kommen sollen. Die sind aber noch nicht definiert. Für Phase 0 und Phase 1 findet man auf GitHub auch schon umfangreiche technische Dokumentation, den Code natürlich auch. Also da sind wir wirklich schon sehr, sehr weit. Deswegen, wie gesagt, mein Tipp so, es geht am 5. Geburtstag von ETH richtig los. Ja, und da ist dann auch einfach meine Frage an dich, an die Community. Wie ist das? 32 ETH, das ist jetzt nicht sehr wenig, aber auch nicht unerreichbar viel für viele. Sagen wir mal, Stand jetzt haben wir da einen Gegenwert von 3.600 Dollar zu dem Zeitpunkt, den ich das Video aufnehme, der nötig wäre, um eben am Staking teilzunehmen. Wenn man das vergleicht mit dem Setup, das ich brauche, um zu minen,
ist das, denke ich, viel, viel zugänglicher. Vor allen Dingen, weil ich mich nicht gut mit Hardware auskennen muss. Das heißt, ich sehe hier schon einen Weg Richtung Dezentralisierung der Infrastruktur potenziell. Ja, wie ist da eure Meinung? Werdet ihr mitmachen? Also, wie viele Leute von uns werden staken? Ich werde auf jeden Fall 32 ETH staken, schauen, was passiert. Ja, da warte ich schon lang drauf, dass das bei ETH endlich soweit ist mit einem guten, ausgereiften Proof of Stake. Das war's dann auch mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, wie immer, like das Video, abonniere den Channel, falls es dir gefallen hat. Und ganz wichtig, teile es mit Freunden und Bekannten, die sich auch für Kryptowährungen interessieren oder interessieren sollten.